Job! Job. Was war mit Job? Job hatte das Buch, das gemacht hatte, Tierrate erhöhen. Laut D6, aber das macht eben mit Job keinen Sinn, weil es dann gegen die Buchregel ist. Wieder Tech Zero. Naja, was soll ich euch sagen? Tech Zero gewinnt mir in der Regel gerne mal Runs. Und mit der Tierrate, die er hat, der Job. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, Job braucht keine große Einleitung. Job heißt einfach Job und hat eine hohe Tierrate und einen schlechten Damage. Das war's. Aber die hohe Tierrate ist in Kombination mit Tech Zero ziemlich, ziemlich nice. Und wenn ich jetzt noch Damage finden würde, wäre das extrem krass. Also gucken wir mal. Mit dem Buch, das ist seine einzige Fähigkeit. Das Buch gibt noch mehr Tiers. Da hast du dann irgendwie 6 oder so. Oh mein Gott, Familiar Shadow Effects mit With a Player, das wäre insane. Tja, jetzt müsste ich nur fliegen können. Dann hätten wir Lil Chubby, aber das wird wohl eher nix. Das wird wohl eher nichts, aber das könnte ein cooler Jobrun werden aufgrund der Tierrate. Bin gespannt. Darauf lasse ich mich gerne mal ein. Ist natürlich auch schön, wie genau das Auge, das er noch hat, dass da die Tech-Zero-Ding ist. Hier gibt es dann auch nochmal ein Eternal Heart. Finde ich gut. Jetzt gucken wir uns das mal mit dem Boss an, mit einer 6er Tierrate. Ja, 9a. Kann man wohl schon sagen, dass das quasi eine 6er Tierrate ist. Ich behaupte mal, es läuft ganz gut. Springt er sich eh selber. Sieht alles sehr hektisch, aber auch sehr geil aus. Ja, nehmen wir das Eternal Heart mit und gehen direkt weiter. Mit ihm fehlt mir dementsprechend noch alles. Wir haben diesen Job einmal bei der Einführung gespielt, aber hatten nichts Gutes und haben das zu den Akten gelegt. Vielleicht wird das ja der erste Run, den ich tatsächlich sehr ernst mit ihm nehme. Fände ich cool. Wow! Deswegen wollten wir Job auch in der Liste lassen, weil prinzipiell ist das eigentlich eine ganz nette Idee. Wenig Damage, hohe Tierrate, also so ein bisschen Soy-Milk-Style. Nur nicht ganz so bad. Das sollte in der Regel Spaß machen. Was witzig ist, weil der erste Run mit mir war alles andere als spaßig. Aber da haben wir ihn auch kennengelernt und so weiter. Und jetzt weiß ich auch, wie das handzuhaben ist und worauf ich achten sollte. Dann ein bisschen was anderes. Schön, dass das Spiel gerade wieder flüssig läuft. Nach dieser absoluten Eskalation im letzten Run bin ich wirklich äußerst glücklich, wieder ein flüssiges Spiel zu haben. Naja, komm, dann machen wir hier das Ding auch gleich nochmal an. Ja, Tech Zero hilft hier schon ganz gut, dass der schlechte Damage kaschiert werden kann. Okay, viel zu wenig Coins, dass wir da reinschauen. Also über ein Damage Upgrade würden wir uns... Oh wait, das wollen wir gar nicht öffnen. Das Feuerchen, das macht ja nur Probleme, ja. Genau die Probleme meine ich. Wow, das war knapp. Puh.
bestimmte Items nimmst du schon gar nicht wegen Flammenbrüchen. Verstehe ich, ja. Ich finde das eigentlich auch schrecklich. Aber für euch tue ich das trotzdem. Damit ihr hier beeindruckende Dinge seht. War noch nicht mal im Itemraum, aber... Was schon. Ich laufe vielleicht noch. Halt geil. Der Schaden ist halt eigentlich nicht ganz solide, dass das eigentlich gar nicht da ist. Ich würde sogar einen Devil Deal jetzt mal in Anspruch nehmen. Wow, zwei Sigils und Black Hearts. Wow, what? Speed up, entering a room spawns 3 to 6 random flies. When Isaac is damaged, one familiar spawn for the rest of the room. Destroy secret rocks. All crawl spaces lead to the black market or the error room. Ja, hab ich Bock drauf. Oh man. Wow. That's actually pretty good. Oh man, cool, dann muss ich auf nichts mehr achten und krieg Leben. Gehen wir noch in den Itemraum. Macht ja gerade einen sehr guten Eindruck. Oh ja, da haben wir Bock drauf gehabt. Komm, ich habe so viele Bomben schon. Warum nicht? Naja. Schlüssel ist nie verkehrt. So, oben oder unten. Beziehungsweise rechts. Natürlich oben. Na gut. So soll es sein. 1,3 Speed kommt mir gerade auch sehr gelegen. Wir waren im letzten Run auch so unfassbar langsam. Von dem her nehme ich das... Wow! Super Meat Boy Fan! Und hier ist nochmal Tears Up. Yo, dude, what the hell is going on? Das wird ja ein sensationeller Job Run. Oh, 6er Tierrate, 4,57 Damage. Ladies and Gentlemen, this is going to be a hell of a run. Woo! Okay, das ist super krass. Ich bin richtig schön schnell. Ich möchte mit Job Boss Run, ich möchte alles machen. Das ist ein richtig guter Run. Da, ohne Rücksicht auf Verluste, ey, mit Buch habe ich eine 8er Tierrate oder so. Ohne Rücksicht auf Verluste wird das jetzt so schnell gespielt wie möglich. Absolut wild. Ultra geil. Vor allem, weil die ganzen Fliegen gar nicht drauf gehen, kommen immer mehr. Auch sehr cool. Bla bla bla. Komm runter. Es fühlt sich an, als wären wir direkt in der richtigen Richtung. Aber wahrscheinlich wird es hier keinen Itemraum geben. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich bin ganz ehrlich, ich brauche nichts mehr. Das muss ich leider ganz trocken so sagen. Der Run ist durch. 8,18 Tierrate. Jetzt bist du. Unused makes a copy. Nee. Wait, kann ich das sprengen? Geht's da hinten weiter? Nö. Interesting. Boah, das wäre ein Lineup gewesen, mit dem ich auch easy mal einen Mother-Weg hätte machen können. Ja, zur Vervollständigung mache ich das noch, weil... Sonst beschwert sich wieder irgendwer.
natürlich explodiert das. Ja, das ist der Nachteil, diesen Fliegen. Ja. Die Fliegen explodieren. Gehst halt mit drauf. Lil Minx, ja, schreibt doch noch mehr Text. Man is familiar that charges at animals. Double tap the shot button to possess the nearest enemy. Ja, pipapo. Von mir aus, er darf mit. Er darf mit. Er hat eine Daseinsberechtigung. Mehr aber auch nicht. Oh, hübsch. Das Milk. Witzig. Gibt noch mehr Tiers ab, wenn ich Schaden kriege. Ah, okay. Mal gucken, wenn wir Schaden nehmen und Buch drücken, sollten wir dann irgendwo bei 10 sein. Also einfach nur, damit es richtig utopisch wird. Dann ist das wirklich bald Soymilk-Tierrate, ohne Soymilk zu haben. Was schon ziemlich kurios ist. Ja, gucken, wenn ich das nächste Mal gehittet werde, drücke ich mein Buch einfach, ob ich will oder nicht. Finas. Komm mal raus hier. Ultra geil. Tja, Tech Zero Run musst du halt starten, dann spielt man auch zwei Tech Zero Runs hintereinander. Das ist halt einfach so. Wir haben Tech Zero erst freigespielt. Und jetzt kommt das zufälligerweise zweimal hintereinander. Das ist eh schon sehr kurios. Gott, ich genieße das gerade so sehr, dass der Run schnell geht. Also, dass ich so schnell bin. War so schlimm im letzten Run. Hey, Game Fusion, ich grüße dich. Genau. Nehme jetzt hier auch nichts mehr auf. Das, Thema ist durch. Ich hab's jetzt mal ausgetestet. Und das ist nochmal Tiers Up. Damit bin ich bei 11,03. 16 ist, by the way, Soymilk. Wie krass ist eigentlich das Konzept, dass wir gerade 11 Tiers pro Sekunde haben? Absolut geisteskrank. Das Slayer-Sign heißt nur, dass man Hard Mode anhat. Absolut geisteskrank. Brauch nichts mehr. Ich brauch nichts mehr. Das Thema ist komplett gegessen. Wow, Job, jetzt hast du dich offensichtlich definitiv bewiesen. Weil genau das so, das ist der Gedanke an diesem Char halt auch. Gefühlten Soymilk-Char, ohne Soymilk. Ich meine, jetzt kommt schon sehr viel zufällig zusammen, so. Er versucht das ja nur zu imitieren mit diesem Buch auch und so. Aber jetzt kam halt gerade irrwitzigerweise alle Items, die Tiers abmachen, zusammen. Schon sehr, sehr geil ist. Maze haben wir hier aktiv. Ha, gerade live gesehen, wie sich der Raum verändert hat. Also eben. Ich glaube, ich war noch nie so confident wie gerade bei diesem Run. Bin mir so sicher. Und ihr wisst das, ich sag das normalerweise nicht, schon gar nicht hier in meiner gemodderten Version, aber ich bin mir so sicher, dass ich diesen Run schaffe. Puh.
Kurios. Ich würde jetzt zum jetzigen Zeitpunkt im Übrigen auch nichts mehr aufnehmen, wo ich wüsste, dass es tatsächlich den Run wieder zu Einbrüchen bringt oder so. Ja, dann haben wir halt auch noch einen Schuss hinten von mir aus. Das macht nur noch mehr Tech. Hardy. Sag mal, warum eigentlich nicht? Sag, unter einer halben Stunde sind wir durch. Eigentlich war es doof. Eigentlich hätte ich nicht auf die Sigils gehen sollen, weil das ist ja offensichtlich ein Run, mit dem wir hätten dann noch mega Saat entwerfen können. Naja, egal. Das Spiel braucht eine Tech-Transformation. Wäre witzig, ja. Und wie soll die aussehen? Ja, das ist schon so stark. Im Tech-Bereich. Ah ja, zweimal Luck und nochmal Damage up. Optimal! Ich weiß, dass da ein Rune oder Tainted Room war, aber... Komm. Ist okay. Ich will das einmal jetzt schnell spielen, sag unter einer halben Stunde ist der Run durch. Der letzte Run ging so gigalang. To the shop. Von mir aus. Oh, hi. Der ist dann auch schnell dead. Ich glaube, ich bin hier sogar dann irgendwie richtig. Shit, jetzt bin ich zwei gelaufen. Zu lochen, wenn ich jetzt ausgerechnet den Jinx, ey. Ja, perfekt. Ich werde den Itemraum skippen. Ja, bitte reg dich nicht auf. Bitte hab mich. Ich habe jetzt das Glück, dass ich mich da zufälligerweise zum Boss geportet habe. Und dann bin ich ganz ehrlich, dann nehme ich das auch mit. Ich kriege ja gleich Bossrush, Alter. Mit dem Line-Up mache ich auf jeden Fall Isaac. Oh. Jo. Nehmen wir Damage. Mit dem Line-Up ist ja ganz klar. Müssten hier nicht sogar äußerst verrückte Dinge gleich passieren, weil ich das Buch hier noch übelst oft drücken kann? Oh, jetzt habe ich selber gesprengt. Ich habe nicht geguckt, was passiert ist. Okay. Ja, nicht jinxen. Ja, ein bisschen Damage geht schon noch. Hier wär's zu. Ich kann nicht ganz so Brain AFK spielen, wie ich es gerne hätte. 13,95, Leute. Wir haben gleich
Die Säume gerade erreicht. Fast Bombs bekommen. Keine Ahnung warum. Sollen wir rechts sein? Boah, nochmal ein Engel. Wie viel Geld hier? Okay. Wie der kleine Eggman da rumläuft. Sieht ja lustig aus. Ja, jetzt bricht das Spiel langsam doch wieder ein. Aber ich habe nichts getan, außer eine 16,95er Rate zu haben. Was im Übrigen jetzt Säumilk ist. Das ist jetzt gerade literally Säumilk. Mit stinknormalen Tränen. Das siehst du wahrscheinlich selbst mit Säumilk und Libra nicht so krass wie gerade. Möchte ich nur anmerken. Wir sind bei 19,80. Das ist jetzt eindeutig über dem Wert von Säumilk. Ja, jetzt wisst ihr, warum Job Job ist. Boah, das sollte Hasch übelst easy machen, weil der mit Damage skaliert, aber du zimmerst so rein mit der Tierrate und dann noch den Tech-Tiers. Ist auch ein Boss-Rush gefährlich. Wir können es weiter. Wir sind bei 22,31. Ich weiß nicht, was die schnellste Tierrate meines Lebens war, aber wir bewegen uns, glaube ich, verdächtig nah darauf zu. Ich habe nicht Buch geführt, aber das werdet ihr so schnell nicht wiedersehen. Völlig absurd. Alter, meine Tränen sehen teilweise aus wie die rot-weiße Pille, wenn die so nebeneinander fliegen. Sehr witzig. Wir sind bei 24,38. Alter, das zusammen mit Tech Zero zu sehen ist so verrückt. Imagine, ich würde noch ein bisschen mehr Damage haben. Ja, nice, Kevin. 25,99. Man braucht doch nichts mehr anderes, wenn man Eisig erstmal hat. Genau. Okay, Big Horn versteckt sich, hat gar keinen Bock. Er ist down. Buttermilk! Och, noch mehr Milch. Buttermilk?
Und spielt mit dem auch noch Milk-Item frei? Das ist ja kurios. Ach, du ahnst es nicht. Fire Raid on the first hit und oh mein Gott, ja. It hurts, it hurts, it hurts, it hurts. 25,99 und wir machen für die History noch 27,19 draus und 27,19 rein aus dem Stand. Sieht so aus. Dass fast die Hälfte davon auch backwards ist, weil es ja 50% Chance. Das heißt, du hast ungefähr auch 14 back pro Sekunde. Ach, sieht schon ganz schön hübsch aus. For the records, ladies and gentlemen. 27er Tierrate. Absolut wild. Oh man, jetzt hätte ich mir einfach nur die Wump gewünscht, um den besten Soundtrack zu haben, um hier schnell durchzugrinden. Huch! Den habe ich nicht gesehen. Ich muss jetzt aufpassen. Ich spiele wirklich äußerst schlampig. Und kassiere dementsprechend viel zu viel Damage. Bringt mir dann auch nichts, wenn alles ganz schnell stirbt, wenn ich in die reinrenne. Und vor allem können mir meine eigenen Fliegen halt echt wehtun. Also sagen wir so, vollkommen egal was ist, ich würde diese Run auf jeden Fall schaffen vom Lineup, vom Bild her. Ich kann natürlich jedes Mal an meinem eigenen Skill scheitern. Aber die zwei Soulhots sind schon mal gerade sehr gnädig. Boah, diese scheiß Creep-Dinger, die irritieren mich hart. Fuck, ich habe ihn nicht gesehen. Es ist so dunkel. Scheiße. Und direkt die zwei Soul hat's wieder weg. Klasse gemacht. Und dann sind wir auch noch falsch. Warum sind hier zweimal Limonade? Boah, das ist komplett für die Katz. Ich hätte mir das auch einfach sparen können. Oh, den kann ich nicht killen, den kann ich nicht killen, den kann ich nicht killen. Ich habe immer Angst vor dem Ding. Es hat eigentlich nicht dein Verbündeter zu sein. Ich hätte nicht. Oh mein Gott. Als ob ich jetzt wirklich so viel beknackte Räume kriege. Und immer falsch laufe. WTF, ich hätte nur nach oben müssen. Muss es ausgerechnet die Skatwurm sein, ist so unten. Uff. Okay. Ja, diese Scheiße mit dem Creep. Da habe ich mir keinen Gefallen mitgetan. Wheatstone, chance for rocks to be replaced with spike rocks. Okay. Boah, wenn jetzt hier irgendwie sowas wie Sun als Boss kommt, muss ich alles zurücknehmen.
Boah, vielleicht finde ich aber auch einfach gar keinen Boss. Ernst? Ich clear die ganze scheiß Ebene? Oh. Ja. Oh ja, klar. Davon unsichtbarer. Bitte kein überkrasser Boss wie Sun. Ja, er kann schon auch ganz schön unpredictable sein hier in der Modded Version. Ja. Und ich konnte gerade nicht ausweichen wegen diesem Creep-Ding. Weil die Richtung, in die ich gehen wollte, ging nicht, weil ich so geschlittert bin. Böse. Okay, zusammenreißen ist angesagt. Klar, bitte. There we go, das wollte ich hören. Puh. Also lass mich nicht wieder komplett falsch sein. Wow, ich hätte nicht... Wow, das Creep-Ding darf ich nie wieder nehmen. Ist ja an. Dick drüber hier. Okay, das ist gut. Boah, ich dachte schon, ich krieg schon wieder Schaden. Komm, es muss jetzt einfach laufen, ey. What? Oh mein Gott, ich habe das überhaupt nicht gehört, dass sie kommt. Jo, ich kann das echt kaum steuern. Ich weiß, das klingt jetzt wie eine Ausrede, ist aber ultra unangenehm. WTF. So viel Schaden mache ich echt nicht. Hab viel zu lange für Envy gebraucht. Ja, lass das kein unrühmliches Ende werden. Ne? Weil er schon stark danach ausschaut. Okay, das Soul hat nämlich jetzt nicht. Da ist noch eins. Nee, ihr seht, wenn die Situation ernst wird, dann spiele ich auch wieder vernünftig. Du für ein Spinner? Hey, bitte nicht der Teufelsbattler. Okay, sehr gut. Er könnte mir nochmal ein HP abgeben. Nein, 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 weg, 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 weg. Oh, yes, boah, das war close. Ja, nimm all meine Coins, ich brauch sie nicht mehr. Junge, was ist er denn für ein Gieriger? What? Wie viel nimmt er? The fuck? There we go. Okay.
So, das ist jetzt gut, weil jetzt kann ich das wieder ein bisschen für die Cathedral planen. Boah, ich weiß nicht, wie ich mit dieser Schlitterei einzig machen soll. Sieht sich nicht gut an. Natürlich Trollbomben. Okay, hier kann es nicht lang gehen. Geht es wahrscheinlich genau da lang, wo ich vorher hergegangen bin. Okay, ich weiß, dass Mama kommt. Aber ich fand einfach nicht gehört. Ich hab was anderes konzentriert. Ich jetzt echt auch die Ebene vollständig machen. Kureos. Okay. Hasch machen. Das schaffe ich allerdings nur, wenn ich jetzt all in gehe und nicht die Soul Hearts hole. Das ist maximal frech. Scheiß Creep, ich nehme dieses Item nie wieder, Alter. Okay, ich habe jetzt irgendwas gebaut. Kannst mir jetzt überlegen. Mache ich jetzt allen Ernstes Hasch mit dem Line-Up und kein Herzen? Oder gehe ich zurück und garantiere mir eher einen anderen Kill? Schaff Hasch so nicht. Entscheide mich für meine Vernunft. Ich glaube, ich werde ihn so nicht packen. Denn man darf auch nicht vergessen, ich kann mein Buch nicht mal benutzen, weil ich keine Zeit mehr hatte, das aufzuladen. Mir fehlt die Zeit, hier noch ein paar Räume zu machen, um das aufzuladen, weil der Run jetzt am Ende doch länger gedauert hat, als ich eigentlich geplant hatte. Und auch alleine durch die Tatsache, dass halt hier noch dieses HP ab ist und so weiter. Es wäre schon echt bescheuert von mir jetzt auf Hasch zu gehen. Es wird andere gute Jobruns geben, wo ich Hasch machen kann. Und dann gehe ich nach Hasch auch direkt zu Delirium oder so. Das ist ja eigentlich immer eine sinnvolle Kombo. Jetzt schauen wir, das war relativ
gut den Isaac Kill holen und den Blue Baby Kill holen und dann ist das schon vernünftig so. Und danach muss ich aufhören, mir tut der Daumen weh, Alter. Junge, Junge, Junge. Okay, geht wahrscheinlich durch den großen Raum weiter. Fühle ich jetzt aber gerade nicht. Ohne Büchlein. Das ist so unnötig. Die Hits kriegen ist so unnötig. Aber gut. Gott, was sendet mich denn da? Hä? The hell? What is this? Der Sprinkler? Du, das ist aber kein normaler Sprinkler. What the fuck? Okay. Boah, das würde mich so verwirren. Er wäre aber bei Haschka gewesen. Ja, ich verstehe das irgendwie gerade nicht. Ich krieg übelst viel Schaden von irgendwelchen Sachen, wovon ich nicht weiß, warum. Wahrscheinlich sehe ich es nicht, weil hier so viel los ist auf dem Bildschirm, aber... Fuck, was stimmt denn mit mir nicht? Das sollte sich ernsthaft wegschmeißen, ey. Eine Menge, Jan. Eine Menge wilde Runs. Okay, jetzt, das ist schon eher mein Ding. Okay. Ihr seht, ich springe sonst nie, aber Mann in Not. Mann in Not. Schon wieder! Holy shit, wie weit schießen denn die Homing Shots? Crazy! Oh no! Oh, das war gefährlich. Ich konnte diesen Bereich nicht verlassen, ne? Ey, ich bin jetzt in den Gegner wieder reingeschlittert wegen dem Creep. Und ich kann die nicht verletzen, weil er lebt. Oh. Das ärgert mich alles gerade wahnsinnig. Komm, geh aus, ich will weiter. Meine Notgroschen auch schon wieder weg. Pff. Mist. Raff dich, Junge. Oh, das kann doch nicht wahr sein! Hä? Ob jetzt nur absurde Gegner kommen? Was ist das gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Caduceus. Full Red Hearts und Full Soul Hearts are both converted into Blended Hearts. Ich weiß nicht mehr, was Blended Hearts machen. Keine Erinnerung daran. Ja, Pille ist definitiv auch ein Notgroschen. Nur noch eine Richtung. Blended Hearts gelten als Soul plus normale Herzen. Ja, bringt mir aber doch eigentlich nicht sehr viel. Oh.
Oh, jetzt bräuchte ich Coins. Shit, aber die habe ich alle verzockt vorhin. Ich habe 3 Luck, da könnte was bei rumkommen. Das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Bei 3 Luck nicht eine Sache aus 14. Aus 13. Macht sich besser. Das ist schon verrückt. Was war denn das für ein Gegner? Ich glaube, ich habe ihn so auch noch nicht gesehen. Oh mein Gott, ein Würfelraum. Da ist ein Glass D6, den könnte ich schon gebrauchen. Weil der Raum rerollt ja nur die Grids, das ist mir ja egal. Aha. Oh. Okay. Huh. Das ist crazy. Aber war gerade sogar witzigerweise hilfreich. Ich kann halt jetzt das Ding da oben rerollen. Das ist eigentlich schon eine gute Idee. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, ich kann mich. Ich habe keine Kontrolle über den Char. Was muss ich hier machen? Kann man die killen? Ich sehe den Gegner zum ersten Mal in meinem Leben. Was macht man bei denen? Hey! Oh nein, da gibt's noch mehr Knöpfe. Oh mein Gott, es ist ein reiner Fallenraum. Ich dreh komplett durch. Hä? Ich raff's nicht! Jo, ich raff leider nicht, wo der letzte Knopf ist. Hä? Ach, da war eine Dings! Oh mein Gott, da war eine Dings! Da war eine Wand! Da war von der anderen Seite eine verschissene Wand! Ach, ein Scheißhaufen war's. Nee, der wurde gerollt gerade. Das war kein Scheißhaufen. Oh, was zur Hölle, ey. Ja, ich kann jetzt natürlich gucken. Ob ich irgendwie in Scheißhaufen Roller, die dann Dings haben. Ich meine, das ist nochmal mehr Geld für die Maschine. Dass irgendwas spawnt, das mich killt.
Oh naja, rollst du die Maschine? Nee, ne. Oh, ist das eine Hierophant-Karte, bitte? Eine Sache wieder nur. Oh! Ist die Sun-Karte. Es ist die Sun-Karte. Ich muss sie jetzt drücken. Hoffentlich bereue ich das nicht. Ja, ist erstmal nicht so schlimm. Wir sind leider überhaupt nicht saved. Diese scheiß Creep-Kacke. Das macht also gleich bestimmt so schwer. Ach, ganz schön oft das böse Feuer. Ich werde das jetzt wohl rerollen. In Leo. In Leo. Da fehlen mir die Worte. Ich überlege, ob ich das Soul Heart nehme, aber das ist wohl die richtige Entscheidung. Das ist eine äußerst unangenehme Achterbahnfahrt gerade. Dieses Kack-Item, ich werde das nie wieder nehmen. Ja, ich weiß halt nicht, wie ich den Dings ausweichen soll, den Holy Dinger. Bin leider noch nicht ganz klar. Boah, ist das verbrannt. Book of Despair. Okay. Scheiße. Ja, der Grund, das Soul Heart nicht zu nehmen, wäre, ich hätte es jetzt noch gehabt. Also einfach auf Vertrauensbasis, dass ich Isaac in unter 4 Hits schaffe, quasi. Was zwar jetzt passiert ist, aber... Also, naja, eigentlich nicht, weil das Soul Heart... Was er abgefangen hat. Naja, egal. Wir gehen jetzt mit 3,5 in die Chest und hoffen einfach, in der Chest gibt es jetzt noch was. Ich habe 27 Schlüssel. Guck mal, was passiert.
Nummer 1. Das ist ziemlich gut. Yo, Listen bringt uns jetzt nicht ganz so viel. Shielded Tears. Bei der Tierrate. Holy fuck. Okay. Und Midas Touch. Das ist alles vollkommen okay. Shielded Tears bei der Tierrate. Das heißt, ich nehme gefühlt nur noch Schaden, wenn irgendjemand in mich reinspringt. Oder ich in wieder irgendeiner Kacke laufe, weil Creep mir auf den Sack geht. Okay. I mean, pretty good, right? Boah, mit den Dingsens? Okay, mein Holy Mantle ist weg. Das ist Gabby's Collar. Okay. Nur noch ein Weg. Mit vier Little Horns. Oh Gott, are you kidding me? Ja, es ist, by the way, gerade das wieder passiert. Ich bin durch den Creep in Little Horn reingelaufen, ohne es zu wollen. Das ist halt einfach passiert. Okay, was ist das hier? Ich habe kein Geld mehr. Irrelevant. Keine Ahnung, was mich gehittet hat. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nichts gesehen. Holy shit, es ist so ein krasses Line-Up. Können wir bitte das zu Ende spielen? Ach, du ahnst es nicht. Ich habe keine Kontrolle. Ich weiß, es wirkt wie eine Ausrede. Aber ich kann mich nicht bewegen mit diesem Scheiß. What the fuck? Und ich sehe mich gefühlt auch einfach nicht. Oh! Nee, full health jetzt. Oh, das ist tatsächlich sogar ein kleiner Rettung. Doppel-Betty! Ach, das darf doch nicht alles machen. Alles nicht verarbeiten. Bitte sag mir, ach, da kommt noch mehr. Ach, du Heilige. Okay. Cracked Infamy. 2,5% Chance to rewind time on damage. Each time it doesn't trigger, gain a bonus. Cannot trigger in any fight which grants a mark to the completion node. Okay. Okay. Ich will das Soul Heart nicht nehmen. Ich will es nicht nehmen. Aber wenn ich jetzt in einem Raum ernsthaft viermal gehittet werde, dann habe ich es noch nicht verdient. HP ab oder so? Randy! Randy geht immer. Irgendwas hat er gerade gekichert. Ich habe Angst, dass es mich killt. Was sind denn hier viele Bienen? Okay. Ich mache natürlich jeden verschissenen Raum.
Nicht hier reingegangen. Boah, was passiert in diesem Raum, Alter? Das ist ein unangenehmer Möchtegern-Cathedral-Raum. Jetzt bin ich rausgeportet worden, weil ich in die... weil ich durch diesen Schleim in die... in den Ghost gegangen bin, aber das war die 2,5% Chance, by the way. Krieg zumindest mein Leben wieder. Was ist das da hinten? Sieht aus wie ein Ziegenkopf. Devil's Tooth. 8% Chance for Tears to transform some enemies into a stronger version of themselves. Halves the enemy's current health if successful. Scales to 20 with 7 luck. Make them a stronger version of themselves. Das klingt ja absolut beschissen. Echt, aber echt, also das Glück echt gepachtet, ey. Ah. Wer lebt denn hier noch? Achso, die Gäste gehen einfach nicht weg. Sehr, sehr angespannt gerade. Ich wäre total entspannt, wenn ich mich normal bewegen würde. Da ich das aber schlichtweg nicht tue, das ist sehr unangenehm. Never ever Blue Baby so schaffen, ey. Mein. Blue Baby ist nicht Isaac. Blue Baby greift eigentlich nur mit Tränen an, außer in der Forgotten-Phase. Die sollte ich eigentlich wegschielden können. Also in Theory könnte ich das packen. Die Ghosts, Leute, die Ghosts machen auch danach noch Schaden. Das war dumm. Dan, mein Lieber, danke dir. Oh, oh, das ist scheiße.
Ein bisschen, dann. Ein bisschen. Probier's jetzt einfach und wir gucken, was passiert. Sage, in der Theorie bin ich safe, weil es halt nicht Isaac ist, sondern Blue Baby. Aber die Theorie ist nicht die Praxis. Scorched Earth und die Praxis ist, ich bin eigentlich ja doch ein ziemlich guter Isaac-Spieler. So, Jesus fucking Christ. Oh mein Gott. Was eine fucking Achterbahn. Oh, man muss halt dazu sagen, es ist genau das eingetroffen, was ich gesagt habe. Ich habe das voll overthinkt. Finde ich überdacht, so. Isaac wäre halt schwer gewesen jetzt so am Ende, weil der sich halt wegportet und mit seinen Strahlen von oben und so weiter, aber Blue Baby ist halt ein Lappen. Blue Baby ist halt einfach ein fucking Lappen. Und ich hab das Spiel schon die eine oder andere Stunde gespielt. So, Grüße gehen raus und Shielded Tears und Homing Shots in der Chest. Die haben den Arsch gerettet, glaube ich. Also eigentlich hat mir nur diese scheiß Maschine den Arsch gerettet mit der Sun-Karte, weil ohne die wäre ich raus gewesen. Aber eins habe ich mit dem heutigen Abend gelernt. Ich werde nie wieder dieses verschissene Item nehmen, das mir Schleim unter die Füße setzt. Denn das hat diesen Run überhaupt erst zu dieser Achterbahnfahrt gemacht. Verdammte Scheiße.